Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Heute an einem Samstag, wunderbares Sommerwetter draußen. Ich möchte heute ein Video machen, das ich schon angekündigt habe. Und zwar habe ich so vor einer guten Woche was ganz Tolles geschenkt bekommen. Dazu werde ich den Brief nochmal vorlesen. Lieber Ed, wir sind Andreas, 35 und Daniel 38 und wohnen in der Nähe von Velden. Seit einigen Jahren verfolgen wir mit Freude deinen YouTube-Kanal als stille Zuschauer. Third Edward als stille Zuseher. Uns gefallen breit gefächerten Videobeiträge und deine positive Lebenseinstellung sehr, welche du über deine Videos so originell und authentisch transportierst. Wie auch dich begeistert uns das Thema Pfeife rauchen. Mit allem, was dazugehört. Deshalb möchten wir uns bei dir mit einer kleinen Aufmerksamkeit passend zum Thema Pfeife bedanken. Vielleicht kennst du das Problem von versotteten Pfeifen, welche den Genuss stark vermiesen können. In der Tat, ist jetzt das Thema Pfeifenpflege hier ein Thema für mich. Ihr habt ja schon viele Videos von mir gesehen, wie ich alte Pfeifen aufbereite. Und auch Reinigungsvideos habe ich besonders in der Anfangszeit von YouTube gemacht. Vielleicht kennst du das Problem von versotteten Pfeifen, welche den Genuss stark vermiesen können, beziehungsweise das Problem von Pfeifen, die einen starken Eigengeschmack entwickelt haben und den Genuss zukünftiger Rauchvorgänge beeinträchtigen. Wir haben uns daher Gedanken gemacht, wie es möglich ist, die Pfeife bei ihrer Regeneration zu unterstützen und dabei nicht auf chemische Mittel zurückzugreifen. Die Idee unseres Pfeifenerfrischers war geboren. Dieser spült die berauchte Pfeife nach dem Rauchen bzw. vor der nächsten Benutzung mit Luft und reduziert störende Gerüche und Geschmäcker, um einen bestmöglichen Tabakgenuss zu bieten. Hierzu wird der gereinigte Pfeifenkopf mit der Brennkammer auf die Luftauslassdüsen gesteckt. Das Mundstück kann schräg dahinter liegen, die Pins gesteckt werden. Diese dienen nur zur Verwahrung während der Spülung, haben also keine Funktion. Nach Betätigen des seitlichen Tasters wird die Spülung gestartet und endet selbstständig nach 2 Stunden, sofern sie nicht mit erneutem Druck auf den Taster beendet wird. Es ist sogar also eine Steuerungselektronik eingebaut. Das ist also, möchte ich sagen, schon ein ziemlich hochprofessionelles Gerät. Ziel ist es, dabei nicht die wohlverdiente Ruhezeit der Pfeife zu verkürzen, sondern das Geschmackserlebnis so weit es möglich ist zu optimieren. Falls du ein Unboxing-Video dazu machen möchtest, würden wir uns sehr freuen und wären natürlich zu deiner Meinung interessiert. Mit besten Grüßen, Andreas und Daniel. Ja, das war jetzt also keine Aufforderung. Ich weiß auch nicht, ob das in Großserie produziert wird oder verkauft wird. Ich glaube es nicht. Es ist einfach ein Geschenk an mich. Und ich werde es gerne testen. Und ich habe schon beim Auspacken damals gestaunt, wie toll das Gerät verarbeitet ist. Und schauen wir es uns dann einfach nochmal an. Ich halte es nochmal in die Kamera. Es ist also gekommen in so einem schwarzen Stoffsäckchen. Die Holzart, keine Ahnung, vielleicht Zeder, ich kann es nicht sagen. Und es ist bis ins Detail perfekt gearbeitet, was die Spaltmaße und das Material anbetrifft. Ihr seht hier das Gerät. Ich halte es mal in die Kamera. Hier ist der Anschluss fürs Netzteil. Hier oben sind die Luftdüsen aus Messing ringsherum gebohrt. Auch oben die Verwahrstifte für die Mundstücke. Hier seitlich ist der Schalter zum Einschalten. Und hier ist die Öffnung für die Luftzufuhr von dem Ventilator. Das Bodenteil aus gebürstetem Messing mit Standfüßen aus Kunststoff, damit nichts zerkratzt wird. Jede Senkung, jede Bohrung ist perfekt gemacht. Eine Passung sozusagen. Ich habe das in der Tat noch kein einziges Mal eingeschaltet. Ich wollte es für die Präsentation aufbewahren. Jetzt bauen wir das mal zusammen. Hier ist das Netzteil dazugekommen.
12 Volt, 2 Ampere. Es ist also noch nicht geöffnet. Ich habe das Gerät noch kein einziges Mal eingeschaltet. Das ist jetzt praktisch eine Live-Premiere. Suchen wir uns einmal die Pfeife nochmal an dazu, dass wir ein frisch berauchtes Gerät haben für den Test. Meine zuletzt drei gerauchten Pfeifen habe ich hier. Eine schöne Sabinelli mit Kupferring. War auch mein Zuschauergeschenk. Die Seawolf Poker, die ich auch kürzlich bekommen habe, die habe ich in letzter Zeit am meisten geraucht. Und meine Brevia Sun, die ich schon seit Jahren als Lieblingspfeife habe. Einer meiner Lieblingspfeifen. Stecken wir es an. Ja, Andreas und Daniel, jetzt kommt dann der erste Lauf von eurem Gerät. Ist vielleicht besonders interessant für Leute mit wenig Pfeifen und die viel rauchen, die wo ihre Pfeifen schnell wieder frisch machen wollen. Fangen wir mal mit den beiden an hier. Hier ist noch der Filter drin von gestern. Nummer 1. Nummer 2. Ich bin ja schon gespannt auf die Lüftungsleistung und ob das mit der Zeitschaltung funktioniert. Ich werde jetzt dann die Pfeife hier ausräumen, die ist eh fast durch. Und dann werden wir den Testlauf starten. Ich weiß also, wie gesagt, nicht, ob das überhaupt zu kaufen ist, das Gerät, oder ob das einfach bloß ein Prototyp ist. Die haben auch von mir keinerlei Aufforderung gemacht, das irgendwie zu promoten, das Gerät. Ich teste es jetzt einfach für das Video, weil das für andere Pfeifenraucher auch interessant ist. Ich wurde schon x-mal angefragt, wann das Gerät mal getestet wird. Habe also schon ein schlechtes Gewissen gehabt. Gut. Die Pfeife ist ziemlich durch. Ich räume es jetzt mal aus. Hau den Filter raus. Hau die Sabinelli auch rauf. Und jetzt starten wir den Vorgang. Da machen wir den Kopf nochmal runter, dass wir schauen können, wie das bläst. Und schalten ein.
Ich höre sehr dezentes Rauschen und hier kommt noch die heiße, warme Luft raus aus dem Pfeifenkopf und der extreme Tabakgeruch von der frisch gerauchten Pfeife bei der Savinelli. Ich nehme die Kamera jetzt mal runter und gehe mit dem Mikrofon näher ran, damit ihr das auch hören könnt. Hier wird die Luft angesaugt. Hier könnt ihr live das Geräusch hören, das durch die Ventilation entsteht. Hier nochmal der Taster. Jetzt warten wir also, schauen auf die Uhr und in 2 Stunden werde ich kontrollieren, ob die Zeitschaltung auch funktioniert. Bin gespannt. Ist eigentlich unwesentlich. Man kann sie auch, könnte sie auch mit der Hand ein- und ausschalten. Kann man auch stoppen den Vorgang, wenn man nochmal drauf drückt. Aber wir lassen jetzt einmal die Zeitschaltung durchlaufen. Also das Geräusch ist keineswegs störend und übermäßig penetrant. Die Ventilation und bei der frisch gerauchten Pfeife kommt tatsächlich dieser Tabakgeruch raus, dieser kalte nach dem Rauchvorgang. Sind wir gespannt? Ich schalte jetzt ab und warte die 2 Stunden ab, ob das Gerät abschaltet. Das wäre natürlich noch der Hammer, wenn da eine Zeitschaltautomatik auch noch integriert ist. Das spricht für tolle Regelelektronik. Bis nachher. Läuft jetzt seit einer guten Stunde. Jetzt habe ich gerade mal an den Pfeifen gerochen und sie verströmen tatsächlich den Geruch der Tabake, die man zuletzt geraucht hat. Ich kann da tatsächlich von dem naturnahen Tabak, von dem Aromaten riechen, wie das rausströmt aus der Lüftung. Jetzt warten wir weiter, ob es abschaltet. Die 2 Stunden sind jetzt um. Und das Gerät ist aus, von selber ausgegangen, also die Zeitschaltung funktioniert auch. Jetzt werde ich sie mal runternehmen, die Köpfe. Gut durchgelüftet. Jetzt, wenn ich reinrieche, kein extremer Tabakgeruch mehr. Das Gerät hat mich wirklich beeindruckt von der Funktion, von der Lautstärke und von der Ausführung. Also ziemlich neutral, fast kein Tabakgeruch mehr, der aus der Pfeife kommt, wenn man durchzieht. Das war die Vorstellung von dem Gerät. Ich bedanke mich nochmal. Das wird bei mir jetzt regelmäßig benutzt werden. Ich finde, das ist eine sehr innovative Idee, habe es noch nie vorher irgendwo gesehen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und bedanke mich nochmal für das Gerät und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus.